Hallihallo. Jeder und jede von uns kennt es auch. Wir sehen auf der Straße Menschen, begegnen Menschen, die wir eigentlich grundsätzlich noch nicht kennen, also uns unbekannt sind. Ja, und in irgendeiner Form sind sie uns dennoch aufgefallen. Da gibt es vielleicht so Kategorien wie, ja, sieht ganz sympathisch aus, oder uiuiui, das ist eine Augenweite, oder okay, grenzwertig oder ja, wem es gefällt. Das ist quasi unser erster Eindruck, den wir in irgendeiner Form hin zu einem ersten Urteil fällen. Also sprich, irgendetwas an der Person ist für uns interessant und wir brauchen für uns in irgendeiner Form eine, ja, wie soll ich sagen, eine Klassifizierung, eine Kategorisierung, ach, wie auch immer. Woher kommt das eigentlich? Warum machten wir das so? Ja, grundsätzlich kommt das aus früher Urzeit, denn unser Gehirn hat stets und ständig mit allerlei Informationen zu tun, die auf dieses quasi einbrechen. Und trotzdem mussten unsere Vorfahren, unsere Urahnen sozusagen handlungsfähig bleiben und das in jeder Situation. Das heißt, grundsätzlich hatten sie früher wesentlich mehr Gefahren als heutzutage, wenn man zumindest jetzt als Europäer sprechen möge. Nämlich zum Beispiel ein gefährliches Ohrtier oder ähnliches, was relativ schnell lebensgefährlich, lebensbedrohlich für einen sein hätte können, wie auch immer. Das heißt, man muss die Situation relativ schnell einschätzen können. Kann das jetzt eine Gefahr darstellen oder kann ich weiter auf Jagd gehen oder so? Grundsätzlich brauchen wir heute nicht mehr wirklich auf die Jagd gehen, beziehungsweise nicht im Wald lauern diverse Gefahren für Pilzsuchende, gegebenenfalls gleich aufgefressen zu werden. Dennoch ist unser Gehirn noch nicht viel weiter, denn es tut immer noch dasselbe Spiel betreiben, nämlich gegenüber auch anderen Menschen. Das heißt, das Gehirn sammelt Informationen über die Menschen, die uns sozusagen in dem Moment unbekannt sind, also persönlich unbekannt sind. Informationen kann es nur sammeln, indem es erstmal Äußerlichkeiten sammelt. Also sprich, was trägt die Person für Klamotten? Wie ist die Mimik? Also wie ist der Gesichtsausdruck dazu? Gestik? Also was macht die Person? Steht sie einfach nur da? Oder wirbelt sie wild mit ihren Armen rum? Und in welcher Situation wird gerade die Person beobachtet? Ja, das trägt alles erstmal dazu bei, um ein klein wenig die Person einordnen zu können in eine mehr oder weniger Schublade. Das heißt, an der Stelle kann das Gehirn sagen, jo, das ist eine sympathische Person, beziehungsweise bei der sollte man aufpassen, die könnte in irgendeiner Form eine Gefahr darstellen. Wie schon eben gesagt, das sind alles nur Äußerlichkeiten. Das heißt, sie bieten erstmal nur eine Art Vergleichswert gegenüber bereits bekannten Situationen und Personen, Bekanntschaften oder ähnliches. Das heißt, aufgrund dieser äußeren Merkmale schaffen wir es oder schafft es unser Gehirn, irgendwelche Beziehungen herzustellen zu irgendwelchen Eigenschaften, die andere Personen tragen, die vielleicht ähnliche Klamotten tragen oder ja, ähnliche Mimik, Gestik aufweisen. Aber das sagt grundsätzlich nicht viel über die Person aus, die uns eigentlich unbekannt ist. Also somit ist der erste Eindruck immer eine Gefahr für sich. Wenn wir dann doch mal in den Genuss kommen, eine Person besser kennenzulernen, sprich zum Beispiel auf Arbeit ist das neuer Arbeitskollege oder in der Schule ein neuer Mitschüler oder eine neue Mitschülerin, dann ist ganz schnell klar, dass der erste Eindruck nicht ganz das wahre war, sondern eher der zweite und dritte Eindruck ein bisschen mehr vermittelt. Also wir lernen mehr Charaktereigenschaften oder überhaupt Eigenschaften von der Person kennen, die sich mit den Äußerlichkeiten verbinden. So wie wir einzelne Menschen im Alltag mit unserem ersten Eindruck sozusagen vorverurteilen, so machen wir das auch gegenüber Personengruppen. Denn so viele Schubladen, wie es Menschen gibt, gibt es einfach in unserem Gehirn nicht.
Und das Gehirn muss relativ schnell eine Entscheidung treffen, zumindest wie es vor Urzeiten noch so sein musste. Und könnte sozusagen nicht ein paar Milliarden Schubladen durchkramen und sagen, okay, die Person passt genau da rein mit den und den Eigenschaften, sondern es reichen dem Gehirn leider nur einige wenige Eigenschaften, um schon die Person einstufen, einordnen zu können. Was sagt uns das? Das sagt uns einfach so viel wie: Passt auf, sobald bei euch im Gehirn eine der Schubladen aufgeht, wenn ihr eine Person seht, die euch quasi unbekannt ist oder eine bestimmte Personengruppe. Denkt daran, das Gehirn will euch etwas sagen, aber grundsätzlich sagt es euch nur etwas darüber aus, dass es eigentlich noch eine urzeitliche Vor- oder Einrichtung ist. Schlussendlich habt ihr die Möglichkeit, Personen näher kennenzulernen. Und wenn wir gerade bei auch aktuellen Themen sind, so ist auch das Thema Asyl und Flucht immer wieder eine Geschichte, wo ganz viele Vorurteile kursieren. An dieser Stelle sei von mir gesagt, Asylsuchende und Flüchtlinge sind definitiv keine große Masse, die man alle unter einen Hut stecken kann. Das sind alles Einzelschicksale oder Familienschicksale in irgendeiner Form, die einfach ganz viele eigene Ereignisse mitbringen. Sie bringen unterschiedlichste Konfessionen mit, sie bringen unterschiedlichste Religionen mit, sie haben unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Denkt einfach daran, auch an dieser Stelle sind Schubladen im Kopf manchmal etwas schwierig. Das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen in die Welt der Vorurteile oder warum wir Vorurteile haben, reinholen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Adieu, tschüss.